So, da bin ich wieder nach der abgebrochenen letzten Folge. Privatleben. Scheiß Social Life. Wir waren dabei, genau, hier um diese Platten zu platzieren. Und zwar plane ich sie auf der Höhe zu platzieren. Dann müsste sie so sein. Nee, ist ja doch falsch rum. Ach, ja, nee, falsch rum. Die müssen doch nach unten gehen. So. Erst kopieren, dann abbauen. Und dann müssen wir eine Ebene höher. Damit ebenfalls, die müssen ja hier übers Kabel drüber gehen. Oh! Mäse. So, und zwar müssen sie auf die Höhe. Das müsste dann genau ausreichen, damit ich hier noch knapp zwei Blöcke habe. Weil ich glaube, der Spielercharakter, ich weiß nicht mehr, wie hoch der Spielercharakter ist, aber der ist nicht ganz zwei Blöcke hoch. Das heißt, wenn wir einen Block entfernen, also hier Punkt 1, also ein Achtel, ist ein Achtel, ne? Oder ist ein Sechzehntel? Ne, genau, ist ein Sechzehntel. Wenn wir ein Sechzehntel entfernen, müssen wir trotzdem noch drauf laufen können, weil wir müssen ja unter dieser Kante, damit wir auf die Leiter rauf können. Hier ist natürlich trotzdem mal ein bisschen schwierig, darauf zu kommen. Aber da können wir jetzt zur Not Hilfe machen, indem wir hier noch ein Ding ranmachen. So, dann haben wir hier quasi wirklich einen Laufsteg. Weil ich glaube, der Spielercharakter ist... Also ich glaube, wir können jetzt sogar Achtelplatten nehmen. Weil eben, wie man sieht, man kann sogar noch springen. Also da ist sogar noch ein bisschen mehr Platz drüber. Und so kann man hier rauf. Der Vorteil ist bei der kleinen Platte, ich weiß halt nicht, wie hoch man springen kann. Ich glaube, man kann 1,2 Blöcke hoch springen. Oder waren es 1,4 Blöcke? Also auf jeden Fall weniger als anderthalb Blöcke, aber wesentlich mehr als ein Block. Deswegen, ne, dadurch, dass es jetzt hier ein Block ist, plus ein bisschen, können wir hier trotzdem sogar raufspringen. Also gerade so als Arbeitsplattform ist das halt wirklich ideal. Kommen wir hier überall gut ran. Wir kommen halt auf die Leiter rauf und runter. Wir kommen hier ran. Wir kommen hier überall ran. Also so ideal. So ist es ideal. Ich mache noch hier, damit es optisch besser aussieht. Mache ich da auch noch ein Ding hin. Weißt du was? So. Da hat man hier besten eine größere Trittfläche. Oder wir machen es einfach dahin und machen dann dafür das Ding hier wieder weg. Oh, ich darf so eine Nudel hinter nichts abbauen. Mal ein bisschen die Richtung bauen. Naja, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ja, am besten wird es optisch aussehen, wenn ich das Ding hier noch abbaue. Und dann einfach so mache. Dann kommt man auch gut auf die Leiter rauf, weil man einfach hier gut drauf kann. So. Easy. Doch, so, ja, sieht am besten aus. Und damit es gleichmäßig ist, weil Auge ist mit, kennt er ja, bam. Easy. Tada. Kommt man auch hier ran, was auch immer man da machen möchte, wobei man kommt sowieso daran. Egal. So. Was ist, ach so, siehst du. Ja, genau. Genau, wir wollten dann die Anlage wieder einschalten. Oh, jetzt müsste die Post abgehen. Oh. Und ganz genau rechts achten, dass da nichts in die Tonne gehen. Da darf jetzt nichts in die Tonne gehen. Sonst haben wir was falsch gemacht. Wobei, wir haben schon. Da kann jetzt gar nichts mehr falsch sein. Sonst wäre es schon längst eskaliert. Alter, viele Sachen hier kommen. Aber oh, ist ja schon zu Ende. Ja, das meiste ist natürlich wieder da hinten, die Dinger, ne? So ein Dreck, sag ich euch. So ein Dreck. Ja. Ja, easy. Damit haben wir jetzt hier erstens noch technischeren Look. Wir können jetzt sogar hier drunter lang. Wir können sogar drunter weiter lang bauen. Macht das Sinn? Ich weiß halt nicht, wie das dann optisch aussieht, ne? Weißt du was? Probier nicht über Studieren. Leg mir am Arsch.
Gib mir mal die Blocks. Da brauchen wir locker noch ein paar mehr. Sag mal so. Ich zähle mal vorher ab. Nicht, dass wir jetzt viel zu viel oder viel zu wenig bauen. 1, 2, 3, viele. Kein Bock mehr. Sind das da drei Blöcke dazwischen? Ja, ne? Sind drei Blöcke dazwischen. Also 1, 2, 3, 7, 11, 15. Ja, 17. Also 16 plus 16. Und hier sind es ja nochmal 9, ne? Ne, sind es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, sind 9. Das heißt, 16. Genau, da sind 16 und da sind auch 16. Genau. Also 16 plus 16 sind 32, plus 9 sind 81. Was? 41? 81, ja moin. So, eine haben wir sogar schon. Das heißt, wir brauchen noch 40 und das geht doch genau auf, oder? Brauchen wir genau 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste doch genau aufgehen. Ja, Guacamole. So. Ja, ne, man hat gerade gemerkt, ich habe die 40 erst dahin gepackt und dann dahin gepackt, weil ich weiß nicht, ob der Bug immer noch besteht, dass wenn man die Blöcke zu einem Stapel hinzufügt, dass dann die vorhandenen einfach verschwinden. Oder die man dazu packt, einfach verschwinden. Irgendwie sowas war da. Deswegen packe ich die immer erstmal auf einen separaten, freien Slot und kombiniere es dann. Weil da, wie gesagt, irgendwie war da irgendwie so ein Bug. Konnte ich mich noch dran erinnern. Oh. Die Dinger gehen teilweise raus. Macht schon wieder mein WLAN kacke. Das wäre nicht so freundlich. So, das heißt, wir können jetzt hier. Verdammt. Ich dachte, das klappt. Dann halt doch so. So ist aber blöd. Aber doch so geht. Aha. Ich hoffe, es sieht von unten nicht ganz so scheiße aus, wie ich mir gerade befürchte. So, genau, zwei Platten übrig. Ja, passt doch perfekt. Ja, nee, doch, das geht. Das kann man auf jeden Fall so machen. Doch, doch. Ja, ja, wunderbar. Wunderbar. Okay. Das ist doch geil. Jetzt haben wir jetzt hier oben richtig so einen schönen Laufsteg, wo man auch hier oben arbeiten kann. Ohne dass man da irgendwie sich verkrampfen muss. Man kommt hier drunter nicht mehr lang. Aber gut, man kommt hinten eh nicht mehr rauf. Man kommt eh nur noch durch die Leiter rauf. Und hier kommt man überall hin. Das ist doch geil. Gut, man kommt doch von hier überall rein, merke ich gerade. Was haben wir gerade getan? Ich habe vollkommen vergessen, dass man hier auch hier oben drauf ja auch langlaufen kann. Ah, fuck it. I'm out of here. Bye bye. Scheiße. Egal. Wie gesagt, sieht dadurch schon schön technisch aus. Schön wie so eine Fabrik, Lager, Halle, Briefkastenfirma. Was? Ja, mit dem kenne ich mich aus. ja, schon. Wie gesagt, sind hier leider richtige Platten und nichts Durchgehendes. So, daher sieht es halt ein bisschen komisch aus, dass hier so freischwebend hängen. I don't know. Aber was soll's. Was soll's. So, die kommen jetzt einfach hier mit rein. Bam. Jetzt werden wieder nach und nach aufgeführt. Bye-bye, Smetbo. Ich werde mal ein bisschen nach. Schon witzig, dass so lange wie die Dinger rauskommen, immer erstmal schwarz sind. Yay. Eine Armada an Blöcken. Eieieiei. Sehr schnieke. Okay. Dann ist der Raum hier soweit schon mal fertig. Da haben wir ja doch schon. Also jetzt müsste die Anlage, soweit ich das Ganze verstehe, wie wir alle wissen, verstehe ich gar nichts, müsste die Anlage komplett überlastungsfest sein. Jetzt gibt es keinen Abschnitt mehr, den man irgendwie überlasten könnte.
Ich meine, man kann die Anlage noch an vielen Stellen auslasten, keine Frage. Ne? Wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie hier ganz viel Cobblestone oder Gravel reinmachst, dann ist die Dinger halt ausgelastet. Oder wenn du ganz viele Mineralien reinmachst, ist das Ding da ausgelastet. Aber es kann nichts mehr überlastet werden. Ne? Ich meine, was wir machen sowieso nicht. Wir sind ja brave Leute, so. Aber das Problem ist halt immer noch, wir haben halt hier eine Pipe, die Sachen aufsaugt. Das heißt, ne, ein böser Spieler, der unserem Let's Play schaden möchte, ihr kleinen Wichser, könnte sich jetzt natürlich mit genug, wie nennt man das, kriminelle Energie, so, hier ganz viele Sachen reinmachen, um die Anlage zu töten. Und das geht jetzt nicht mehr. Weil egal, was er da reinmacht, in egal welcher Menge, es wird immer abgearbeitet. Oder es kann immer abgearbeitet werden. Und das, was nicht abgearbeitet werden kann, landet dann irgendwo in irgendwelchen von diesen Dingern hier. Ne? Wenn er zu viel Stuff reinmacht mit einmal, landet es hier drin. Wenn zu viel Mineralien sind, gut, warum sollte uns jemand Mineralien schenken? I don't know. Aber wenn, dann würde es da oder da drin landen. Und bei allem anderen, was er reinmacht, würde es irgendwann da drin landen. Von daher. Und wenn er uns mit einmal seinen gesamten Zink-Scheiß andreht, dann ist halt da oben drin. Doch, ich glaube, die Anlage, so wie sie jetzt ist, ist kugelsicher, würde ich es behaupten. Darauf erstmal Muffin. Oh, gut, der Muffin bringt jetzt nicht so viel. Okay, also doch lieber Burger. Gebt mir mehr Burger. So, damit hätten wir also die Baustelle schon mal abgeschlossen. Dann würde ich jetzt tatsächlich anfangen zu gucken, dass wir als Admin reingehen und diese wunderschöne Giveaway-Anlage am Spawn bauen. Ich weiß nur noch nicht genau, wo und wie und was. Walker. Das bin ich. Ich bin der Neue aus der Klasse. In der Klasse. Oh, wir sind ja am gleichen Spot. Sehr interessant. Wir gehen einfach mal zum Spawn. Was habe ich halt für Scheiße drin? Achso, da habe ich wieder irgendwelche Knochen aufgesammelt. Okay. Haben wir das noch drin? Ja. Einfach was trinken. So. Frage Nummer 1 ist nämlich, wo kommt das Ding hin? Wir haben hier zwei Stellen, die sich anbieten würden. Oh, guck mal, der hat jetzt so einen schönen Baum mit Schnee gebaut. Ist ja süß. Zwei Stellen würde sich anbieten. Zum einen halt hier in der, ne, da hinten ist überall noch Wald. Hier ist also noch viel Platz. Und hier ist auch sehr viel Wald. Ergo, sehr viel Platz. Hier ist ja ein neues Gebäude gebaut worden. Von Svergi, was denn Toadie übernommen hat. Hier ist auch noch ein neues Gebäude, was ich noch gar nicht kenne. Okay. Interessant. Aber wie gesagt, wir haben hier noch, ne, zum Beispiel hier haben wir unser, oh, da fällt immer noch das Dach. Wollte ich dann irgendwann mal ein Dach installieren? Oh, wer weiß. Könnte ich eigentlich auch jetzt schnell machen. Ah, mal kurz. Aus was besteht denn die Dinger? Ist ja hier eigentlich alles, genau, verschiedene Steine. Dann mache ich hier oben einfach, das ist ja Beton, ne? Genau. Mache ich oben einfach Stone hin. Wie heißt die Dinger? Ja. Wo kommt das eh her? Ich würde fast das Holz hier nehmen, das sieht besser aus. So, das brauchen wir. More Block Slab Iron Stone.
Flap Iron Stone. War richtig, oder? Ja. Voilà. Dann haben wir schon das Dach drauf. Dann machen wir noch Cont, ein Fix Light. Immer wichtig, nach jeder Operation mit World Edit immer Fix Light machen, weil World Edit verschießt immer Schatten. Weißt du? Ist doch richtig, Fix Light. Warum gebe ich Help ein? Doch nicht Help, hier. Was mein? Oh, gut hier. Danke. So. Jetzt noch die Dinger hier. Ich weiß, es gibt auch einen Befehl, um diese Markierung zu entfernen, aber den vergesse ich mal wieder. So, jetzt haben wir hier ordentlich das Dach drauf. Easy. Jetzt sieht's gut da. Scheiße. Aber das Problem ist halt, die Slabs lassen halt Licht durch. Deswegen siehst du jetzt hier trotzdem, wo die Lampen drunter sind. So eine Kacke. Ja, also wie gesagt, hier wäre natürlich auch noch relativ viel Platz. Ich würde es aber schon gerne relativ nah am Spawn machen. Aber nicht direkt beim, also nicht direkt da bei der Goldplatte. Das ist dann wahrscheinlich zu aufdringlich. Wie sieht es denn hier hinten aus? Da hinten ist ja, hier ist in die Richtung ist ja Platz. Erstmal hier, warte mal kurz, damit man überhaupt mal irgendwas sieht. Genau. So, hier ist, da wäre Platz. Ich könnte also tatsächlich entweder den Weg hier doch verlängern, aber ich mag das, dass hier so, ne, so, wie sagt man? Also nicht verlassen, sondern ja, abandoned, verlassen. Also, ne, dass hier halt so Afterlife-mäßig aussieht, ne? Also, dass ja schon lange keiner mehr war. Und wie gesagt, hier richtig durch Sandverwirrungen, wirklich Sand hin und hier auch alles zu und ja, sowas halt. Aber man könnte hier vielleicht gucken, ob man nicht doch hier so einen kleinen Eingang irgendwie macht, so ein bisschen versteckterweise. Wobei, so versteckt soll es das auch nicht sein, weil das sonst sind es ja neue Spieler nicht mehr. Eben, man soll ja hinkommen können. Ja, verdammt. Ah! Ich bin überfordert, bitte helfen Sie mir. Ich glaube, ich mache es einfach hier, da bei der Fläche hin. Da ist ja auch unsere Blumenbeet-Wiese-Dings. Ne? Das heißt, hier hinter wäre schon eine Fläche. Och, Leute. Dass alleine das Gebiet raussuchen so schwer sein könnte, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist erstmal, funktioniert das Ganze überhaupt? Das heißt, wir sollten das Ganze erstmal wirklich testen, ob meine Idee überhaupt funktioniert. Dazu bauen wir hier mal ein bisschen was. Hier kommt die alles weg, von daher. So, und zwar folgendes. Pipes. Was ich denke, ist das hier kombiniert mit das hier. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch, damit es auch definitiv droppt, das hier. So. Meine Idee ist, also wir brauchen eine Kiste. Und irgendwelche Sachen, die wir droppen können. Hier so schöne bunte Hemden. I don't know. Gibt es noch hier rot und blau. Obwohl es schon bunt ist. I don't know. So, wir machen jetzt hier eine Kiste hin. Bam. In die Kiste kommt das alles rein. Dann kommt das Ding. Und daran kommt das. Hey, du. Das Ding. So, und jetzt kommt irgendwo unter der Erde das Ding. Daran kommt denn da das Ding. Gut, das Ding muss ich jetzt mal noch rotieren. Screwdriver. He's driving me insane. Ja, könnte doch gleich. Sehr schön. So, und da drüber. Und das ist jetzt die Frage, ob das funktioniert. Weil das ist nämlich. Nehme ich doch am Arsch. Gut, machen wir es einfach so. Papp, 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 papp. Ich habe jetzt die Frage, wie genau werden die Dinger gedroppt?
Ne, der geht hier oben in den Stein rein, also jetzt nicht wirklich, das sieht nur so aus. So, jetzt müssen wir noch beiden die gleiche ID geben. Channel ist. Keine Ahnung. LOL. Channel are public by default. Oh, okay, dann machen wir mal lieber. Walker. LOL. Ich weiß gar nicht, was ich hier unten bringen soll. Private Receivers? Wäre es nicht sinnvoller, eher die Transmitter zu privatisieren? Egal. Also ich persönlich würde eher mit dem hier arbeiten. Safe. Achso, ist hier. Ah ne, ah, dann müssen wir auf Transmitter. Sorry, Channel is received for exclusive. Was? Warum? Sorry, Channel Walker is received for exclusive use by Walker. Aber ich bin nur Walker. Ja, lol. Wahrscheinlich das hier, ne? Safe. Aha. So, und jetzt muss ich den hier auf. Also, ja, du bist der Transmitter. Genau, du bist Transmitter. Und du bist Receiver. Also Walker. Lol. Safe. Und jetzt geht's ab. Ah, nee. Schade. Das ist natürlich. Das heißt, so geht's nicht. Ich kann sie also nicht einfach in ein vorhandenes Landscape einbetten, sondern ich muss wirklich mit diesen Droppern arbeiten. Ja, Problem ist aber, diese Dropper brauchen Mesekon-Signal, ne? Und ich weiß jetzt auch nicht mehr, welcher der richtige war. Wobei, es müssen eigentlich beide funktionieren. Nee, nicht Dropper. Wie ist das Ding? Ich hatte doch letztens erst. Hast du letztens im Display erst nachgeguckt? Na, egal. Ich gucke einfach mal bei Mesocon. Hier müsste irgendwie dabei gewesen sein, oder? Oder was doch Pipeworks? Pipeworks? Ja, auch nicht. Verdammt! Wahnsinn! Technik bestimmt nicht. Ich bin verwirrt. Ich guck mal nach Dispenser. Von welcher Mod waren die? Doch von Pipeworks. Leg mich doch am Arsch. So, lass uns mal davon eingeben. Und guck mal. Ach, da oben. Ne, verdammt. Ah, genau, das war der andere. So, einer von den beiden. Das geht. So, und der braucht ein Mesokon-Signal. Wenn wir Glück haben, müsste das Mesokon-Signal auch von. Ach, leg mich doch am Arsch. Müsste das Mesokon-Signal auch von der Seite machen können, richtig? Das heißt, ich könnte jetzt hier drunter auch versteckterweise, weil das hätte ich schon gerne versteckt, eine Blinky Plant. Mese. Blinky Plant. Machen wir mal eine Variable. Adjuste genau. Ha, funktioniert. Aber er schickt es nicht raus. Das heißt, der Deployer war doch das Falsche. Ach, leg mich doch mal. Da brauchen wir doch diesen Dispenser. So, der reagiert auch aus dem Mesokon-Signal. Sehr geil. Cool. Dann müsste das jetzt funktionieren. Ladies and Gentlemen, erstaunt. Man sieht sich. Erstaunt. Es funktioniert. Yay. Yay. Geil. Das heißt, diese Anlage können wir jetzt irgendwo ein paar Mal hinbauen. Was ist das krass. Und wir brauchen eigentlich nicht mal. Also angenommen, ich baue die Anlage, um diese Rohstoffe zu gewinnen. Einfach da drunter unterirdisch. Dann bräuchte ich nicht mal diese Teleportdinger da.
Dann bräuchten wir eigentlich nicht mal das Rohr und das Rohr. Weil eben. Weil meine Idee war halt, mit dem Rohr zwingen wir halt, wenn die Items da durchkommen, dass sie dann auf der anderen Seite als Items gedroppt werden. Also auch durch den Stein durch vielleicht. Das war meine Hoffnung. Aber ja, geht leider nicht. Die droppen einfach nach unten. Von daher brauchen wir die Dinger eh nicht, sondern können einfach eine normale Pipe nehmen. Da werden die mit diesen Dispenser arbeiten. Dispenser und Terenzel. ja. Gut. Das heißt, wir wissen schon mal, wie wir die Anlage bauen und vor allen Dingen wissen wir, dass das funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo genau wir das Ding hinbauen. Und das ist eine Frage, die recht einfach klingt, aber ich habe absolut keinen Plan. Der Spawn ist schon so voll, ey. Ob ich hier einfach ein paar Bäume wegbaue? Nee, das würde hier das optische verschandeln. Ah, ich glaube, ich mache es doch hier auf hier irgendwie so auf der Fläche zum Beispiel. Hier ist eine schöne große Fläche, da kann man es machen. Am besten hier ist es schon. Ja, guck mal, hier ist sogar schon relativ viel frei. Ja, dann machen wir es hier. Dann bauen wir das Ganze hier hin. Hier ist eine schön ebene Fläche. Das wird gut. Das wird sehr gut. Voila, Happy Bibi. Ja, aber dann erst in der nächsten Folge. Von daher, bis dann.